So, guten Tag Leute und willkommen bei einem neuen Part von Wie erstelle ich mein eigenes Pokémon-Spiel? In diesem Part gehe ich mal wieder auf eine folgende Frage ein und zwar von 3NIIX3. Und zwar wurde ich gestern gefragt, okay, das hier oben kann ich erstmal ignorieren, das ist egal. Meine Frage war, ob du weißt, wie man in einem Pokémon-Spiel Wetter einbringt. Zum Beispiel Regen, Gewitter oder vielleicht sogar ein Erdbeben. Vielleicht machst du ja sogar ein Video drüber, pipapo. Ja, eigentlich ist das gar nicht so schwer. Wir fügen dazu mal mehrere Events ein. Übrigens, ich habe das Fenster offen gelassen, weil es zurzeit übelst warm ist. Ich glaube, 34 Grad waren es vorhin. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr, wenn ein Auto lang fährt oder was weiß ich. Oder wenn da Vögel zwitschern, das kann ja alles sein. Nun gut, Wetter einfügen ist natürlich die Sache, wann soll Wetter eingefügt werden. Als Beispiel, wenn man die Treppe runtergeht und genau an diesem Punkt hier landet, soll es beispielsweise anfangen zu regnen. Dann machen wir das mal. Dort fügen wir ein Event ein. Rechtsklick, Insert, Seite, wo haben wir es? Moment, ich muss kurz gucken. Ist schon hier, genau, Seite 2. Set Weather Effects. Haben wir eine kleine, aber simple Darstellung. Und zwar können wir das Wetter aussuchen. Erstmal Regen, Sturm und Schnee. Wir wollen erstmal einen Regen haben. Die Power wollen wir ganz simpel 1 oder ganz extrem 9. Wir nehmen mal 8. Einfach nur aus Spaß. So, die Time machen wir. Ist eigentlich egal. Könnt ihr einstellen, was ihr wollt. Denn, das werdet ihr gleich selber sehen, es hört automatisch nicht auf. So, drücken wir auf OK und das war's. Nicht, denn wir wollen ja, dass es automatisch anfängt. Darum machen wir noch einen Player Touch. So, nochmal Apply und OK. Und dann können wir hier erstmal starten. Dann testen wir alles erstmal aus und gucken, wie es ist. Das, was ich jetzt mit dem Regen eingestellt habe, könnt ihr natürlich mit dem Schnee machen oder auch mit dem Gewitter. Huch, wo bin ich denn hier? So, da sehen wir, da wäre unser Abgang. Wir sehen hier rechts, es ist links. Das heißt, ich gehe jetzt hier rechts hoch, links und dann, wenn ich hier runter gehe, soll es anfangen zu regnen. Und zack, es ist unglaublich, es fängt an zu regnen. Die Frage ist jetzt, wie lange es regnet. Es hört nämlich gar nicht mehr auf. Ich könnte jetzt hier in diese Häuser reingehen und es regnet weiter. So, Haus. Regnet immer noch, das wollen wir nicht. Deshalb müssen wir jetzt beispielsweise in jedem Eingang oder in jedem, ja, keine Ahnung, überall, wo man den Ort wechselt, wo es nicht mehr regnen soll, brauchen wir jetzt noch ein Event. Das heißt, den Ort wechseln, wo es nicht mehr regnen soll, wäre als Beispiel Häuser. Das heißt, wir könnten jetzt hier, als Beispiel in diesem, oder nee, nehmen wir hier unten die Tür, in diese Tür, einfach hier über Control, Switch, Pipapo, noch Insert, Set Weather Effect, None. Einfach nur ein None Set Weather Effect. Mit einer Null dahinter. Das reicht schon. Das heißt, wir müssen jetzt einfach in jede Möglichkeit, in jedes Event, wo wir uns woanders hin teleportieren können, ein Set Weather Effect auf None stellen. Damit es auch überall aufhört, wo wir es wollen. Ist natürlich ein bisschen nervig, dass man es dann überall einstellen muss. Man kann jetzt auch beispielsweise hier, zack, Insert Set Weather Effect, None und dann Player Touch. Das heißt, wir können jetzt als Beispiel das Kopieren, Pipapo, ganz oft machen und ganz viele Felder machen, wo es nicht mehr regnet. In diesem Fall ändern wir mal den Regen auf Sturm und Extrem auf 9, okay. Und dann wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Und ich merke schon, bei diesem Wetter aufzunehmen ist richtig hart. Wollte ich jetzt nur mal so loswerden. Heute ist übrigens ein richtig krasser, heißer Tag. Und ich weiß gar nicht, warum ich vorm Rechner sitze. So, wenn wir hier raufgehen, zack, richtiger Sturm. Ist einfach nur ein bisschen stärker als der Re... Oh, und es blitzt, ne? Gut. Boah, ganz krass. Tolle Effekte. So, wenn wir jetzt hier unten lang gehen, zack, hat's aufgehört. Supi. Das gleiche können wir jetzt mit Schnee machen, das will ich aber nicht. Denn es gab ja noch bei der Frage, vielleicht sogar Erdbeben. Erdbeben kann man leider nicht mit diesem Event machen. Aber ich habe eine andere Möglichkeit. Du kannst, machen wir mal, den schiebe ich weg und machen wir mal da... neues Event, Insert, Pipapo und dann Screen Shake. Dort kannst du beispielsweise Power auf 9 machen, Speed auf 9, eiskalt und 15 Sekunden lang. Das Gute ist, du musst das hier nicht ändern. Da brauchst du jetzt nicht machen, dass zum Beispiel, dass, wenn du irgendwo lang gehst, das aufhört. Das hört automatisch nach 15 Frames auf. Nun kannst du machen, wenn das Erdbeben zu Ende ist quasi, dass du beispielsweise einen Control-Switch aktivierst. Hier, guck mal, Control-Switch, Pipapo, nehmen wir mal den hier. Erdböen. Zack, der wird dann aktiviert, sobald du draufgetreten hast. Das heißt Player-Touch,
Apply OK. Und wenn Erdbeben aktiviert ist, kannst du ja beispielsweise vom Tileset hier irgendwas einfügen, was danach erst erscheint. Zum Beispiel dieses Ding. Was auch immer das ist, ne? Erdbeben und Apply und OK. Das war's schon. Jetzt testen wir das natürlich mal aus. Und dann habe ich noch gleich was kurz zu sagen. Und dann war das auch schon wieder das mit dem Video. Continue. Ja, jetzt starten wir mal wieder an der besten Stelle überhaupt. So, jetzt gehen wir hier drauf und mal sehen, was passiert. Zack. Durch das Erdbeben hat hier ein... Ist das ein Kaputops? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist durch das Erdbeben etwas passiert. Da haben wir den Regen ausgelöst. Super, hier haben wir nochmal das Erdbeben ausgelöst. Das ist natürlich jetzt nochmal ein dreifach 1000 Erdbeben hier, ne? Zack, zack, zack. Man kommt gar nicht mehr raus hier. Nun gut, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Draenei X3, ne? Gut, weiß Bescheid. Und jetzt nochmal meine kleine Anmerkung. Und zwar habe ich in den letzten paar Tagen immer ein paar Kommentare gekriegt. Klappt doch gar nicht, pipapo. Und da habe ich mich gewundert, weil damals hat ja alles geklappt. Ich sag mal, jedes Video, was ich gemacht habe, hat auf diese Art und Weise geklappt, wie ich es gezeigt habe. Allerdings, wenn man schon alles macht, wie ich im Video zeige, quasi von Folge 1 an, dann muss man auch darauf achten, dass man sich das Richtige downloadet. Seit dem 16. Juni gibt es nämlich Version 12 von Pokémon Essentials. Und somit gibt es jetzt vielleicht neue Funktionen, sodass alte Sachen gar nicht mehr klappen und so weiter. Das heißt, wenn ihr meine Videos guckt, solltet ihr auch wirklich darauf achten, dass ihr das Gleiche benutzt wie ich, sprich Version 11. Wenn ihr was anderes benutzt, kann ich nämlich nicht davon ausgehen, dass es so funktioniert. Das, sollte eigentlich selbstverständlich sein, denke ich mir jetzt einfach mal in meinem kleinen Hirn, ne? Aber ich habe mich halt nur gewundert, klappt gar nicht, scheiß Video. Und ja, in echt sollte man sich einfach nur mal ein bisschen informieren. Gut, ich würde sagen, nach 7 Minuten, das geht ja, mache ich einen Cut und wir sehen uns bis irgendwann anders, ne? Jetzt gehe ich erstmal die Sonne genießen.